und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online. Heute wollen wir nämlich was ganz Spezielles machen, nämlich einen Roadtrip. Das hat wahrscheinlich nur wenige gemacht. Und heute spiele ich mit dem wunderschönen Chinesen Luca Phoenix. Dankeschön für diese Ansprache. Bitte sehr. Und warum ich das Amerika-Outfit anhabe, heute ist der... Welcher ist heute? Der 8. November, oder? Nee, der 9. Der 8. war gestern. Mist. Okay, wir haben den heute, den 9. November, und Trump hat gewonnen. Ole. Manche feiern es, manche auch nicht. Auf jeden Fall wollen wir es natürlich feiern. Also, dass überhaupt Wahlen waren, dass es vorbei ist, und wir machen noch den Roadtrip. Okay, unser erstes Ziel ist der Strand. Was sagst du dazu? Ja, da können wir uns schön freuen. Ich habe extra schon meine Badehose an, wie man sehen kann. Ja, und ich muss weiterhin mein Amerika-Outfit anhaben. Mist. Und gut, also die Regeln des Roadtrips sind folgende: Wir fahren normal und wir fahren nach den Straßenverkehrsregeln. Wie viel Ampere darf ich hier fahren? Keine Ahnung. Ich fahr 40. Halt, ich glaube, ich war falsch. Mist. Okay, wir müssen nochmal abdrehen. Ich geh erstmal eine rauchen. Ah, Mist, nein, das ist ungesund. Okay, stopp. Okay, keiner. Aber du bist natürlich in Ego-Perspektive, oder? Ja. Der schöne, der Luca Phoenix nimmt das auch auf. Ich werde ihn in der Kanalbeschreibung verlinken lassen. Ja. Einmal durchlassen, bitte! Die lassen uns nicht durch. Was soll ich machen? Junge, ich komme nicht mehr aus dem Rauchen raus. Meine raucht jetzt die ganze Zeit. Ja, was soll ich machen? Die lassen uns nicht durch. Ey, wieso? Die Schranke ist da oben. Bei mir nicht. Die ist oben. War einfach. Es gibt paar Kratzer, würde ich mal sagen, oder? Bei mir hat sich mal gekracht. Echt, bei mir ein bisschen. Ich kann auf jeden Fall schon mal unseren Wohnwagen zeigen, oder? Von innen. Ja klar. Da hinten ist die versiffte Toilette. Der ist bekannt als Bett. Angekauft. Von Legendary Motorsport. Natürlich. Genau. Und man sieht... Marktwert 200 Milliarden. Ja, genau. Deswegen sieht man auch, wie gut die den pflegen. Hier mit den ganzen versifften Zeug und so. Wir haben sogar ein Herd. Unten. Es sollte eine Waschmaschine oder ein Backofen sein. Da will ich gar nicht. Ich kann nur das Bett sehen. Also zum Stand ist noch ein weiter Weg, Leute. Und da werden wir doch ein paar Lieder sehen. Kennst du ein paar Roadleader? Trip-Leader? Lass mich überlegen. Ich kenne eins. On the road again. Dim, dim, dim. Oh, I'd like to be on the road again. La, la, la. Na, 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 na. Oh, I'd like them to be on the road again. On the road again. Okay, jetzt du. Alles klar. Warte. Weihnachtslieder vielleicht? Ja, klar, Weihnachten, es ist noch ein Monat. Ja. Warte, vielleicht kennst du die amerikanische Nationalhymne? Was ist da los? Was tut der eine? Ich kenne nur die Melodie, aber nicht den Text. Okay, warte, ich kenne glaube den Text zum Teil. Korrigiert mich, falls falsch. Alter, was ist da los? Guck mal. Zeig mir mal den Finger, bitte. Ja, wenn ich das richtig ausgewählt habe. Was zur Hölle will der machen? Wow, der will's verhauen! Fuck! Hier, der Finger. Was will der uns ge... es ist rot. Ihr habt nichts gesehen. Hä? Es war für 5 Sekunden grün und sofort wieder rot. Ja, okay. Das ist GTA 5. Ja, gut. Okay, okay, die Nationalhymne. Oh, say can you see... By the Stars, Spangled Banner. Und weiter weiß ich nicht. Irgendwie so. Ja, es gibt ja die Hupe. Mhm.
Vielleicht die deutsche Nationalhymne? Ja. Komm, du bist dran. Oh, Junge. Warte mal, lass mich überlegen, wie geht die nochmal? Einigkeit, ja. Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Weiter weiß ich nicht. Was zur Hölle? Herz und. Hast du das gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Er kriegt erstmal einen Finger, oder? Ja? Nee, der ist schon Finger. Weg, glaube ich. Also wir sind ein LKW ist schneller als unser Ding. da ist glaube ich die Straßenbahn gewesen. Oh shit. War ich eigentlich richtig? Weiß ich jetzt gar nicht. Was zur Hölle? Junge! Das gibt erstmal den Finger. Komm. Hier. War das, Mann? Trump wird dich fertig machen. Wir sind sein Freund. Seine Freunde. Mann, die Zicke, Mann. Junge. Was ist mit der los? Was soll das? Ich will ja jetzt nicht hier rassistisch werden, aber man hat gesehen, welches Geschlecht das war. Ja, was ja, war das? Wirklich. Warte mal, wir müssen doch jetzt geradeaus und dann nach links, oder? Zum Strand. Nein. Wenn du nach links fährst, dann fährst du ja zum Flughafen. Ah zum, ja, stimmt. Zum Strand musst du einfach geradeaus. Alter! Was soll das? Da links bedeutet entweder nach geradeaus und nach links. Der war auf der linken Straßenseite. Ja, das ist GTA 5 Logik. Guck mal den Pfeil, da steht jetzt, er kann nur nach links abbiegen. Und hier steht geradeaus und nach rechts. Wenn der jetzt nach rechts abbiegt, ey, dann gibt's mehr als nur den Finger. Ich habe nämlich eine Pistole. Jeder US-Bürger hat eine Pistole. Du hast doch auch eine Pistole, oder? Ja, hab ich. Gut. was kannst du wollen wir vielleicht über irgendwas diskutieren? Ein Thema? US-Wahl könnte man machen. Ja komm, weil heute 9. November ist. Was hältst du davon, dass Trump Präsident wurde? Ja gut. Ich denke ja, er wird das Weiße Haus abreißen und aus purem Gold wieder neu aufbauen. Weil sein Privatjet ist ja auch komplett aus Gold. Alles aus Gold sein kann, im hat innen, Gold gemacht. Im Innen. Ja, innen. Beispiel das Waschbecken habe ich dir gezeigt. Das Waschbecken ist aus Gold. Junge, ein goldenes Waschbecken. Aber was noch ist, als Ding Trump gewonnen hat, ist die Börse einfach zusammengebrochen. Aber das Witzige ist, der Goldpreis ist angestiegen. Ja, das ist das Geile. wenn du jetzt in Gold angelegt hast, hast du dreifach so viel. Ja, und wenn du an die Börse angelegt hast, bist du einfach ruiniert. Ja. Guck mal, also es war für 3 Sekunden grün. Ja, also sagen wir jetzt für ganz deutlich für alle zusammen. Danke, Donald Trump. Wir werden alle wegen dir sterben. Wie du meinst. Was gibt's noch für Gesprächsthemen? Aber die meisten Politiker sind auch irgendwie verwundert, ne? Also deutschen ja. Politiker. Ja. Aber Hillary Clinton ist sogar so verwundert, die will nicht mal sprechen, also die will keine Rede halten, nichts. Wow. Das kann ich bedenken. Die dachte nämlich die ganze Zeit, dass sie gewinnt. Ich dachte auch die ganze Zeit, dass Hillary gewinnt. Ja, ich dachte die ganze Zeit, dass Trump gewinnt, weil erstens, er hätte haufenweise bestechen können. Ja, das ist eigentlich der einzige Punkt, was mir einfällt. Wie du meinst. Oh, guck mal, es wird langsam Sonnenuntergang. Wir haben ja auch 18 Uhr. Ja, also in GTA-Zeit. Ja. Ich mach übrigens kein Radio an, weil, naja, Copyright. Man weiß. Aber es sieht doch schön aus, oder? Ja. Sieht wirklich schön aus. Freue mich schon, wenn wir am Strand kommen. Da wird es wahrscheinlich dunkel sein, dann können wir unsere Feuerwerke anzünden. Nee, das zünden wir später an. Oh, schade.
Oh. Aber vielleicht sehen wir Donald Trumps Yacht. Ich habe gehört, die ist irgendwo in Los Santos am Strand. Stimmt. Stimmt. Genau. Vielleicht meinst du, die Yacht ist auch aus Gold? Würde ich mir sogar fast denken. Was tut der Aber Typi? Ja, würde ich mir eigentlich auch denken. Wahrscheinlich ist es Innenraum voller Gold. Nee, wahrscheinlich wird seine Mauer, die er baut, auch aus Gold. Da kommen sie die Mexikaner von der goldenen Mauer. Ah ja, dann kommen sie mit der Spitzhacke. Ist ein Spitzhacke. Da ist die Grenzpolizei in Amerika noch beschäftigter. Die muss dann alles sichern. Sonst kommen die ganzen Mexikaner und hacken sich ein Stück Gold ab, Junge. Also wenn hier jemand Mexikaner ist, nicht ernst gemeint. Ja, du wirst dafür bitte für die Mauer bezahlen. Nein. Aber Donald Trump hat das vor, aber ich weiß nicht, wie er es umsetzen will. Wie? Die DDR. Einfach hinplatzieren, nichts sagen. Ding, ich bin irgendwie falsch. Ich muss nämlich. Geradeaus. Ja, ich bieg bei der nächsten Ja, Kreuzung ja. ab. Wo muss ich eh? Ich kann doch eigentlich eh dort vorne. Ich wollte mich umdrehen, also hier umdrehen, aber ich kann auch einfach abbiegen, ist nicht schlimm. Gell, wir sind in Little Seoul. Ja, dort vorne ist Little Seoul. Keine Ahnung, wie man sich ausspricht, sorry. Okay. Sölle, was hupt der mich an? Also, sie haben echt eine rote Welle. Ja, Vollrot die stimmt. ganze Zeit. Da kann man nur eins sagen: Fick dich, Ampel. Ja, genau. Was kannst du noch für eine Nationalhymne? Und kann ich glaube keine. Kann nur die eine. 1945 Nationalhymne, die erste Strophe. Hallo, die ist verboten in Deutschland. Oder überall, weiß ich nicht. Ach so. Aber dank Geschichte wissen wir es hier. Er hat sie uns ja sogar vorgesungen. Junge, da steht einfach Nein, ein das Auto auf der nicht. Kreuzung. Echt? Er hat aber zumindest gesagt. Und dazu recht. Ja. Siehst du, Geschichte bringt einem doch was bei. Ist da gerade explodiert, Junge? Was? Da ist nichts explodiert, aber Kopf. Doch, so ein richtiges Boom. Okay. Bombastisch oder was? Ja. Was zur Hölle macht der? Hast du den einen Ding, Runa gesehen, den grünen? Ja, ich hab's gesehen. Stand einfach voll in unserem Weg. Warum Also beschwerst du dich nicht? Beschwer dich mal mehr. Junge, ich kann nicht die ganze Zeit mit dem Mittelfinger rumlaufen. Irgendwann Ja, wird nee, den beschwer aufgeben. dich mit Worten, nicht mit Taten. Was denn? Ich glaube, das ist ein Gangster, der da sitzt. Guck mal, der hat so ein grünes Bandana an seinem Arm und ich glaube auch ein grünes T-Shirt. Nee, obwohl, nee, das ist kein Gangster, sorry. Junge, beleidigt er schon Leute? Sorry, ich dachte, das wären Grove Street Family Gangster. Die haben auch so eine Frisur. Ja, passt aber schon. Guck mal, wie schnell der fährt. Wie langsam wir sind. Ach, den holen wir noch locker ein. Unser Ziel ist übrigens Mount Chiliad. Nicht Mount Chiliad, sondern Palado Bay, sorry. Wir machen aber noch ein paar Zwischenstopps. Und machen das auf mehrere Folgen, damit es nicht zu lang Genau. wird. Ist es rot? Ich sehe es nicht. Grün. Ist es grün? Ich sehe es nicht. Ich glaube, Es es ist ist grün. rot. Ich gucke auf die Ampel, ich sehe es. Du Ah. kannst dich auch ducken mit. Ja, Siehst du ich die duck Ampel? Du mich duckst doch. dich. Okay, ist Er ist grün. grün. Weißt, da hinten ist grün. Mann! Guck mal, siehst du da vorne die einen in diesem Carver Kerl, diese Frau, die hat einfach ihre Tür offen gelassen. Fuck life. Hä, wo ist jeder nur ein Da Auto hinten, das ist? parkende Auto, das hat die Tür offen. Echt? Seht da nix. Guck mal genauer hin. Ah ja, jetzt ging die Tür gerade irgendwie auf und dann wieder zu, alles klar. Bei mir ging sie gerade einfach nur zu. Okay, kann ich hier abbiegen? Ja, abbiegen kann man einfach so, Mist, glaube falsch! ich. Falsch! Junge.
Sorry. Können wir nochmal eine Runde wenden? Ja. Glaubst du nicht? Aua! Ja. Nee, scheiß drauf, sieht eh gerade keiner zu. War ich nicht. Ich bin nicht über Rot gefahren. Nein. Ich hey, doch nicht. Ich weiß auf die andere Spur, ich bin nicht blind. Ich bin nur farbenblind. Was tust du? Ich. Gucken. Einfach so. Ja. Mach mal eine Duck-Party. Ducken und aufstehen, ducken und aufstehen. Ganz schnell. Mach ich. Sieht so aus, als würdest du deinen Kopf gegen das Armaturenbrett schlagen. Mach du mal. Also wenn wir dann am Strand sind. Und, wie sieht's aus? Du machst immer noch so ganz kurz so zack, 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 zack. So ganz kurz immer nur bei mir. Ja, das ist schon besser. Aber passt schon. Ja, du solltest auch ganz kurz machen, das weißt schon, oder? So ganz schnell, bum bum. Ja, hab ich. Guck wie ich. Oh shit. Wie wollen wir eigentlich auf den Strand rausfahren? Da gibt's doch keine normale Strecke. Wir fahren einfach irgendwie. Ja, ich fahre auch hier gerade irgendwie. Ich glaube, das hier ist sogar verboten zu fahren. Oh, da vorne ist eine Yacht. Schön leuchten. Ja, wirklich. Jetzt sind wir am Weg. Das ist der Fahrradweg. Ach, passt schon. Achso, wir fahren auch noch falsch, ne? Guck mal, da ist wirklich eine Yacht. Ja. Ich glaube, die gehört wirklich da eine Trump. Warte mal, können wir ja gucken. Gibt's irgendwo Ferngläser? Hier gibt's doch irgendwo solche Ferngläser bei Del Piero Beach. Ja, aber ich kann mir nicht einsammeln, glaube ich. Nee, nicht einsammeln, einfach durchgucken. Ach so, ja, bei... dort vorne, warte. Dann los geht's! Ja, aber wir fahren am besten, Junge. Rein. Oh, ein Lagerfeuer sogar. Aber verlassenes. Ey, guck mal, da ist ein Surfboard. Ja. Dürfen wir eigentlich fahren? Ja, hallo, das machen diese Lifeguards hier auch. Wirklich. Das stimmt. Halt, wie wollen wir hoch? Fahr mal da vorne, siehst du ja diesen Tunnel, stimmt's? Ja, durch den Tunnel zu fahren bringt auch nichts. So, dann sind wir am Parkplatz, können wir parken und dann zu Fuß hochlaufen. Nee, du hast recht, aber der ist der Kanal jetzt gerade. Wir können es auch hier durch diese Strecke hier fahren. Die führt ja, glaube ich, zum Tunnel. Oh, naja, aber halt rechts könnten wir auch durch. Und ich fahre jetzt extra schnell, weil sieht eh niemand. Boah, ist hier alles leer. Obwohl, nee, da ist ein Audi R8. Wahrscheinlich von Upper Red gemietet. Komm, wir zerstören den, der ist von Upper Red. Ey, steig doch nicht sofort aus. Da ist doch der Audi R8, der irgendwie keinen Parkplatz findet. Kann ich mir zu Fuß. Hä, guck mal, der findet keinen Parkplatz, das ist irgendwie dumm. Der fährt hier rum und fährt sofort wieder raus. So viel, nein, so viel Hobby. Okay, ich krieg den nicht mehr. Okay, warte. So, hab eingeparkt. Okay, komm. In leichten Ding. Nicht rennen, einfach laufen. Rennet mal. Doch. Falls du halt, du musst deinen Knüppel ganz langsam anheben, dann läufst du so normal wie ich. Oh, was war das? Wo bist du? Ich hab dich verloren. Ah, da bist du. Na, an der Treppe. Wir können auch eine Runde Achterbahn fahren. Stimmt, komm, lass das mal machen. Ich bin zuerst dort. Nein, ich. Junge, meiner will nicht mehr rennen. Nee, oh Gott! Ich dachte, du wirst ganz weit hinten. Warte, ich baue erstmal einen Chihuahua-Hotdog. Einmal einen Hotdog, bitte. Danke.
Warte, ich brauch den Hotdog, bleib stehen. So, was gibt's hier? Mugshots. Ne, warte. Ah, ach, hier kann man. Okay. Guck mal. Candy Box. You chew, you suck den. Alles geht noch aus GTA 4, diesen Kaugummi. Aus GTA Vice City sogar noch. Halt, du bist ja weg. Komm mit. Du bist wieder runtergelaufen. Ich weiß. Ich gehe auf die Seite. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Ich mache Adrenalin-Junkie. Ich gehe jetzt hoch und renne dann weg vor der Achterbahn. Alles klar, aber wenn du stirbst, du kommst nicht mehr zurück, gell? Was? Wenn du stirbst, man hat keine zweite Chance. Mist. Kannst du mir sagen, wann die Achterbahn kommt? Also, jetzt steht's hier unten. Ah ja, ich sehe es. Kannst du mir dann sagen, wenn sie hochrollt? Bitte sag's mir auch dran. Ja, Junge, lass mich einsteigen. Ich sehe es wahrscheinlich nicht, wenn ich einsteigen kann. Schau mal mein Hart an, Junge. Ganz mal. Steig und? Doch. Steig ein, Junge. Jetzt. 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1, geht los. Ich renne. Boah, ich muss aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Perspektive ändern. Oh, das ist ja schlimmer als die eigentliche Achterbahn, weil ich aufpassen muss, dass ich nicht runterfalle. Ich mach einfach mal die Kinokamera. Das sieht geil aus. Und? Junge! Alter, die geht ab. Alter, ihr werdet schon ganz schwindlig. Kannst du mir sagen, wenn ich fast erwischt werde? Ja, natürlich. Bitte, ich kann nicht dahin gucken. Ich komm jetzt, gell? Scheiß drauf! Hey. Aua. Oh, da liegt eine Leiche am Boden. Ist nicht meine. Ich wurde wiederbelebt. Warte, jetzt will ich auch da bauen. Jetzt rennst du weg, okay? Jo. Alter, dieser Achterbahn macht Fun. Okay, aber dann lasst euch Fernrohr schauen, dann beenden wir auch hier die Folge und dann könnt ihr morgen weiterschauen, wie es weitergeht. Dann fahren wir nämlich nach Vinewood Hills und lassen dort ein paar Feuerwerksraketen steigen. Ey, ich würde empfehlen, den Hut anzumachen, weil sonst... Nein, ich seh's doch, ich sehe, wann ich einsteigen muss. Nee, wann die Achterbahn losfährt. Ach so, ich sehe es auch. Okay, dann geht es ja. Ich kann sofort losrennen, oder? Ja, ich sag dir, wenn die Achterbahn hochsteigt, dann gehen ja diese Dinger. Ach, nicht sofort losrennen. Oh Gott. Wurdest du wieder belebt? Ja. Perfekt. Aber ich. Oh, sie fährt los. Ich spawn einfach mal ganz weit weg. Natürlich. Perspektive in Heck kann ich nicht in Ego. Egal. Du kannst die Kinokamera bauen machen. Stimmt. Und tu auf jeden Fall deine Hände hoch. So viele G-Kräfte wirken auf mich. Yeah. Oh, jetzt wird's an. Oh Gott. Oh, ich kann nicht mehr. Ich muss mich. Ist mir zu hart. Noch einmal. Okay, hier kommt eine Megakurve. Hände hoch. Guten Tag. Oh. Was wird das? Okay, jetzt schnell zum Fernröhren. Oh, nicht noch, dass ich mein Ding, dass mein Journey abgeschleppt wird. Was tust du? Du Akrobatiker. Hey, komm schnell, ich will nicht, dass mein Fahrzeug abgeschleppt wird. Ja, wo sind denn diese Dinger, diese Fernrohre? Ganz am Ende, da hinten beim Pier. Ah, okay. Folgst du mir? Nee, tust du nicht. Ach, ich komm. Nee, egal, wir treffen uns einfach beim Pier. Wieder ein Ego gehen.
Bist du noch weit entfernt, warte. Warte, ich brauche einen Chihuahua Hotdog. Einmal ein Hotdog bitte. Lukas, stell dich doch als Verkäufer auf. Nee. Ach man. Das ist ein einfach eins nehmen und nicht bezahlen Stand. Ach so. Gell, es gibt eigentlich hier Verkäufer, bloß ist jetzt Nacht, ne? Ja. Oh, ich gönn mir das ganz da hinten. Nein, warte, ich gönn's mir. Wir wechseln uns ab, okay? Moin. Da hinten. Kommt überhaupt bis dorthin? Ich glaube, ich kann Trump sehen. Ja, ich habe ihn kurz gesehen, er ist wieder in seine Suite zurückgegangen. In seine goldene Suite wahrscheinlich. Jo, Alter. Die ist aber schick beleuchtet, das muss man sagen. Naja, passt so. Mag das irgendwie. Okay, Leute, das war's jetzt mit der ersten Folge von Road Trip. Was ist? Ich wollte wissen, wo du bist. Nicht hier. Also, das war die erste Folge von Road Trip. Supportet uns doch mal gerne in den Kommentaren oder schreibt mal, wie ihr es findet. Sollen wir es weitermachen oder nicht? Es kommen noch ein paar Folgen. Also, wir können das hier so Staffel 1 nennen, oder? Es wird ja nicht unser letzter Roadtrip sein. Auf jeden Fall, wir sind hier jetzt am Strand. Es stinkt hier nach vergammeltem Wasser. Ich würde nicht ins Wasser reinspringen, sieht vergammelt aus. Da sieht man jetzt Los Santos am Ende. Auf jeden Fall, schreibt in die Kommentare, wie ihr es findet. Einfach, lasst doch ein Like aufs Video da. Und haut rein. Habt eine gute Zeit. Und was sagen wir jetzt, Luca? Ciao. Bis bald. Genau.